Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen hier im Saal und auch draußen im Stream. Wir verhandeln hier heute einen völlig unzureichenden und fast schon heuchlerischen gemeinsamen Eilantrag der vier anderen Landtagsfraktionen. Wir wurden gefragt, ob wir uns anschließen wollen, aber wir geben uns für ein solches Daumenkino nicht her. Allein die Tatsache, dass die Pro-Fracking-Partei FDP sich anschließen konnte, muss doch schon alle Alarmglocken schrillen lassen. In der Vorrede zu dem Antrag steht, deshalb halten wir die Aufsuchung und Gewinnung von unkonventionellem Erdgas mit giftigen Chemikalien auch an der Grenze zu Deutschland für nicht verantwortbar. Mit giftigen Chemikalien, aber wenn wir mit Himbeersirup fracken, der ist doch nicht giftig. Hier wollen Sie das allseits beliebte Green-Fracking durch die Hintertür hereinbringen. Das ist mein Verdacht. Fracking bringt eine Menge Probleme mit sich, die durch den Einsatz angeblich wasserunkritischer Frackfluide nicht gelöst werden können. Wir hatten das schon bei anderen Gelegenheiten hier angeführt. Was ist mit dem Lagerstättenwasser und den darin enthaltenen Schwermetallsalzen, radioaktiven Stoffen, organischen, zyklischen Kohlenwasserstoffverbindungen? Was ist mit den 17% Methanverlusten, der elenden Kohlendioxidbilanz, dem immensen Wasser- und Flächenverbrauch, Verkehr und Lärm? Je nach Entfernung zur Landesgrenze können diese Probleme auch zu uns rüberschwappen. Warum spielen sie im Antrag keine Rolle? Man hätte die Holländer auch dezent darauf hinweisen können, dass sie ihre Gaskraftwerke abschalten mussten, weil sie von dem subventionierten, dreckigen Braunkohlestrom aus Nordrhein-Westfalen aus dem Markt geschlagen wurden. Da braucht ihr doch gar nicht frecken, liebe Holländer. Das hätte gut da reingepasst. Und warum richtet man sich nur an die Niederlande? Es gibt auch das rot-grün regierte Nachbarbundesland Niedersachsen, in dem munter drauf losgefreckt wird. Kein Grundwasseraustausch dort, keine Probleme. Was ist mit den Plänen, das Tight Gas Fracking zu konventioneller Gasförderung umzudefinieren und damit aus der Diskussion herauszubringen? Ja, und Nordrhein-Westfalen, wo die von der CDU-FDP-Regierung seinerzeit ins Geheim ausgegebenen Aufsuchungserlaubnisse trotz Moratorium jetzt stiekum verlängert werden. Und Sie wollen den Niederländern mit Vorschlägen zum Fracking kommen? Und an die Große Koalition Sigmar Gabriel könnte man sich auch wenden mit seinem aktuellen Fracking-Ermöglichungsgesetzesvorschlag. Der soll vor der Sommerpause, aber nach Europa- und Kommunalwahlen jetzt durchgepeitscht werden. Wird es politische Kollateralschäden geben wegen unterschiedlicher Koalitionen in Nordrhein-Westfalen und dem Bund? Wer wird denn da wohl gefreckt werden? Da sind wir mal gespannt. Und wieso unterstellt man, dass es in den Niederlanden keinen Besorgnisgrundsatz im Wasserrecht oder etwas Vergleichbares gäbe? Der beruht auf der EU-Wasserrahmenrichtlinie, die auch in den Niederlanden gilt. Steht dort im Artikel 2, den Begriffsbestimmungen, Punkt 29, gefährliche Stoffe. Stoffe oder Gruppen von Stoffen, die toxisch, persistent und bioakkumulierbar sind. Und sonstige Stoffe oder Gruppen von Stoffen, die in ähnlichem Maße Anlass zu Besorgnis geben. In den Niederlanden ist die Trinkwassergewinnung aus Grundwasser übrigens ein zwingender Grund überwiegenden öffentlichen Interesses. Na dann viel Spaß, wenn man wie im Antrag gefordert in den Austausch mit der niederländischen Regierung zu diesem Thema tritt. Die wird Ihnen einiges erzählen können, was Sie offensichtlich vorher noch nicht wussten. Immerhin soll es eine Stellungnahme zur strategischen Umweltprüfung der Niederlande geben. Wir empfehlen daher der Landesregierung die Vorlage des Bundesverbandes Bürgerinitiativen Umweltschutz, die auf dessen Homepage sowie auf gegen-gasbohren.de eingestellt ist. Ebenso die Korbacher Erklärung der Initiativen. Ich rufe hier auch jedermann dazu auf, ausdrücklich Stellungnahmen zur strategischen Umweltprüfung der Niederlande abzugeben und sich dabei nicht an diesem unzulänglichen Eilantrag hier, sondern an den eben erwähnten Vorlagen des Bundesverbandes Bürgerinitiativen Umweltschutz und der Korbacher Erklärung zu orientieren. Wir werden diesem Antrag hier jetzt trotz seiner Unzulänglichkeiten zustimmen, aber ich appelliere an Sie, machen Sie es das nächste Mal besser und am besten gleich ganz richtig. Vielen Dank.